Wir haben in der Bevölkerung nachgefragt, wie man mit der Bekanntgabe der ersten Lockerungen umgeht. Während die einen bereits Pläne haben, wie beispielsweise sich die Haare schneiden zu lassen, ziehen sich die anderen zurück, da es ihnen zu schnell geht. Freuen Sie sich auf das Lockdown-Ende? Ja, freuen tut sich ja jeder, wahrscheinlich. Aber ich habe keine übermäßigen Probleme damit. Man muss die Dinge eben nehmen, wie sie sind. Es ist sehr gefährlich, die Krankheit. Nur die meisten unterschätzen es. Ich habe es nämlich schon gehabt. Ich weiß, von was sie reden dort. Und meine Mama ist gestorben. Also darum denken wir oft, dass die jungen Leute so leichtsinnig sind und apathisch und alles machen. Das kann ich nicht ganz verstehen. Wenn ich jetzt am Montag die Geschäfte aufmache, bin ich die Letzte, die dorthin geht. Weil da werden Schlangen stehen und erstens bin ich es nicht gewillt und zweitens, dann fängt ja wieder das an. Das ist das Problem, weil sie die Leute nicht halten. Ich habe einen Friseur geplant und ich habe Fußpflege geplant. Das sind jetzt die unmittelbaren Sachen. Sonst eigentlich mache ich noch keine großen Aktivitäten. Ich habe jetzt am 14. Februar, am 13. habe ich Friseurtermin, zwar mit Maske und PCR-Test, aber ziemlich überflüssig. Ist mir eigentlich ziemlich egal mit dem Corona. Solange sich jeder an die Maskenpflicht hält, ist mir das eigentlich ziemlich schnuffe. Freuen Sie sich schon aufs Lockdown-Ende? Ja, das ist mir wurscht. Echt. Ich habe keine Schwierigkeiten, damit umzugehen. Ich bin ein Kriegscharakter, ob schon alles erlebt, was auch lang dauert und gutes Willen.